Die Zeit ist wieder reif für Clive. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. Ja, es geht endlich mal wieder ein bisschen weiter hier. Zu dem Zeitpunkt, in dem ich dieses Video hochlade, habe ich Star Wars Jedi Survivor abgeschlossen. Und ich meine, also auch schon hochgeladen, ne? Morgen ist Freitag, ne? Und morgen geht der letzte Part hoch. Das heißt, das hier ist das einzige Projekt, das einzige Solo-Projekt, was noch übrig ist. Cool. Ja, habe ich wieder ein bisschen Ordnung hier reingebracht. Und ja, cool. Es ist jetzt, glaube ich, schon ein Monat oder so her, seit ich das Spiel letztes Mal gespielt habe. Oder noch länger, keine Ahnung. Ja, ich habe einfach Genshin und Jedi Survivor hier priorisiert. Aber bei beiden geht es jetzt sehr viel ruhiger hier voran. Deswegen können wir jetzt weiter mit Final Fantasy 16 machen. Und wenn ich Glück habe, kriege ich das Spiel sogar noch vor Jahresende ja abgeschlossen, je nachdem wie viele Parts noch kommen. Ich nehme jetzt mal nicht an. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, wie viel Prozent da war. Steht normalerweise im Hauptmenü. So. Wir ignorieren einfach mal, dass ich hier. Hallöchen. Wir ignorieren einfach mal, dass ich hier ein bisschen Pause gemacht habe und gehen einfach weiter. Ne? So, aber erstmal muss ich herausfinden, wo es ja weitergeht. Ich habe erstmal hier so im Menü so geguckt, so Ausrüstung und was weiß ich nicht alles, ne? Und zu gucken. Mein Gott, sogar Clive ist nicht zu Scherzen aufgelegt. Irgendwas Neues ist schon wieder hier aufgeploppt. Irgendwie, ich glaube, das hat aber irgendwas mit DLC zu tun. Anscheinend gibt es ein DLC zu diesem Spiel, habe ich gar nicht gewusst. Das irgendwie ein Level Limit ansteigen lässt. Von Level 50 auf 55. Also ich weiß jetzt, dass der Maximal Level 50 ist, anscheinend. Und dann gibt es auch irgendwie so, das nennt sich Final Fantasy Modus. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit der Hauptstory hier zu tun hat, mit dem Hauptspiel oder mit dem DLC zu tun hat, aber keine Ahnung. Und so gucken wir mal. Ich habe eine Nebenquest. Ich kann mich noch geraum daran erinnern, so eine Quest angenommen zu haben, genau. Wir waren, glaube ich, auf dem Weg zu dem einen hier. Ne, den haben wir erledigt. Den König, den haben wir erledigt, ne? Den Barnabas, hieß der Barnabas, ja, ne? Wir machen uns jetzt auf hier hin, zu Ultima, ne? Ultima wartet, glaube ich, jetzt noch auf uns, ne? Das ist das Einzige, was hier noch übrig ist. Und ja, hier ist die Hauptstory, was müssen wir... Da gebe ich zum Mutterkristall, okay? Aber irgendwie ist die Quest schon hier weiter, alles klar. So, ich kann mich noch so ganz milde erinnern, wo wir stehen geblieben sind. Balmung warte. Wo ist dort? War ich doch schon mal? Das ist bestimmt irgendwas Wichtiges, oder? Ich war ja schon, ich weiß es nicht. Trunkene Steinmetz. Ich bin so ein bisschen verwirrt, von wo ich nochmal komme. Die Hand von Rhea. Achso, das sind diese. Genau, das sind diese komischen Dinger, die irgendwie so Herausforderungen oder so sind, ne? So, Chocobo, da steht sogar. Hast du mich vermisst, Ambrosia? Da, wir kümmern uns erstmal um die Quest da. Was ist der da? Ist da irgendwas Wichtiges? Das sieht wichtig aus. Also, lass mal einen so einen Kampf machen. Sieht irgendwie wichtig aus. Bagel, okay. The Bagel. Okay, hier haben wir einen Boss. Klar, ich fange direkt mit dem Boss an, warum nicht, ne? Erstmal gucken, wie das Spiel noch mal geht, ne? Ist kein gewöhnlicher Kerl, ich weiß. Ist aber mit Dreieck schießt man, ich muss die ganze Zeit versuchen. Gott, das wird im absoluten Desaster enden, ja, das sage ich jetzt schon. Ich weiß noch, wie man ausweicht. Okay, so tut man. Ich tue mir gerade wortwörtlich die Steuerung gerade erstmal wieder angewöhnen. Weil ich alles noch so kann und so. R2 muss ich, glaube ich, drücken. Ne? Ja. Genau, auf 3 habe ich meine ganzen starken Angriffe. Genau. Gib mir so ein bisschen Eingewöhnungszeit hier. Ne? Na, mein aufgeladenen Angriff. Genau. Hauptsache, ich weiß noch, wie man sich heilt. Ne? Ich habe die ganze Zeit die falschen Knöpfe, ja. So,
Wie kann ich noch mal in den Supermodus gehen, indem ich die Control Sticks reindrücke, ne? Warte mal, ja. So, ich habe Joshua noch auf meine Seite. So, den Angriff kann ich absorbieren, ne, mit meinen Feuerdingen, ne? Soll ich gleich mal machen. So, Trank, so. Nein, ich dachte, er schießt. Genau, ich habe den Sturmangriff. Oh Gott, wie funktioniert Odin noch mal? Ich weiß es nicht mehr. Ah. Anvisieren sollte ich vielleicht. Kann man anvisieren überhaupt im Spiel? Ich weiß es gar nicht mehr. Man. Oh, danke. Josh hat irgendwas gemacht. Und einfach die Ultimate hier drauf ballern, ne? Genau, ich tue mir normalerweise mein Dings hier auf. So, ich glaube, ich muss nicht drücken, ne? Ja, genau, Odin tut ja hier so ein Ding, ja. Ja, so ein Schwert, ne? Gas. Oh, da bin ich tot. Ja, da war natürlich ein bisschen war natürlich ein bisschen. Ja, warte mal, ich will da mal meine, ich will da mal meinen Spielstand laden, wenn ich da mache, ne? Oder nicht, also was laden wir einfach mal und tun wir den erstmal ein bisschen auf Glatteis legen, ne? So, hier habe ich, und dann machen wir erstmal irgendwas anderes, ne? Machen wir erstmal hier so die, ich muss mich erstmal ja reingewöhnen wieder an das Spiel, ne? So, wir gehen jetzt hier hin. Ich habe sowieso hier nichts gemacht, ich bin direkt von außen hingegangen. Ignorieren wir den erstmal. Ich wusste gleich, dass eine Kopfgeldjagd hier überhaupt war. Aber ja, den vertagen wir erstmal, ne? Kümmern wir uns um die Quest. Knopf. Ja, versuchen wir es noch mal gegen das Viech vielleicht, ne? Kriegt er nach dem Plan? Ja, finde ich auch. Finde ich auch ein guter Plan, ne? Okay, ich wollte schon sagen, rennen jetzt nicht in das Viech hier rein. Kann ich auch springen hier? Ja. Muss mir das Spiel erstmal wieder beibringen, ne? Oh, da liegt was Schönes. Oh, da liegt was Schönes. Vielleicht erstmal so ein bisschen die Story vorantreiben. Ich weiß sowieso nicht, warum wir zurückgehen müssen. Ich bin schon einen Weg weiter. Kann doch irgendwie nicht sein, ne? Wasser und Wasser und Wasser, Wasser, Wasser und Wasser und Wasser. Muss ich die erledigen? Durch absteigen. Na. Muss ich euch erledigen? Ich, komm mal her, du Stück. Vielleicht so ein Level hier aufsteigen, um hier für meine Unerfahrenheit zu kompensieren wieder. So. Vergabe den Ring beim Grab des Soldaten. Auftragsziel in der Nähe. Muss ich erstmal finden. Da haben wir was Interessantes. Ja, das ist ein Bomber, ne? Ich dachte, irgendwie wäre so eine Säule oder so. Wo sind die Gegner? Level 38. Und schon Level 45. War ich so überlevelt? Fair Mac für meinen Esel. Ich meine meinen Hund.
Da habe ich schon was gesehen. Hier ist er, ne? Nö. Ich dachte, da wäre was. Hier war was. Ne, da war eine Truhe. Ich dachte, ich habe das Missionsziel gefunden. Nur ein. So. Wo soll ich denn hier ein Grab finden, Kollege? Grab bei den Eltern des Soldaten. Jetzt habe ich irgendwie so ein Landmark irgendwie so machen können, ne? So, ja, da ist irgendwo was Wichtiges oder so, ne? Runenheiltrank. So, wo soll ich jetzt wissen, wo ja was ist? Okay, wenn ich tote Eltern wäre, ja, ich nehme wahrscheinlich an, dass hier, ne, in der voll auffälligen Gasse, ne, hätte ich vielleicht mal suchen können. Guck mal, da ist was. Oh Gott. Ring vergraben. Von hier aus kann man bis zum Meer sehen. Und es ist ein Grab, also nehme ich mal an, das ist es, ne? Das ist ein Grab von irgendjemand anderen. Ein schöner Ort für seine letzte Ruhe. Wieder vereint mit seiner Familie. Das, was auch übrig ist von ihm, der Ring. Ewige Ruhe, abgeschlossen. Hier haben wir schon mal unser erstes Erfolgserlebnis für heute. Gut. Hier liegen Knut und seine geliebte Frau Brida gewogen in den ewigen Traum im 24. Jahr unseres Reiches. Oh, der Knut. Sehe ich den Namen von diesen Eisbären? Ist er noch am Leben? Ne, der ist schon tot, ne? Pff. So, da müssen wir hin. Ey, warte mal, was? Okay. Verstehe die Geografie ja gerade nicht. Na, no, dann gehen wir mal dahin, ne? Ich habe sorgt für die. Die Hauptstory wäre ein bisschen einfacher hier gerade, ne? Als das Viech, oder soll ich das nochmal versuchen? Das Ding hat tut ganz schön viel Austeil, ne? Komm her. Wo bist du? Komm her, ich mach dich fertig. So weit bin ich geritten? Bin ich denn so weit hier entfernt gewesen? So, ich würde gerne vor dem Ding speichern. Muss mir ein bisschen mehr aushelfen, Joshua, ne? Ich habe eine Weile lang nicht mehr gekämpft, deswegen musst du mir so ein bisschen aushelfen. So, ich speichere jetzt hier. Hatte ich immer nur einen Spielstand? Mit der Aufnahme wird schon was richtig alles sein, ne? Okay. Mit der Aufnahme wird schon alles klappen, ne? So, so was kannst du noch mal bitte. Das ist kein gewöhnlicher Kerl. Das ist ein ganz besonderer Kerl. Ah, ich habe gar nicht direkt ausgerüstet. Oh, ja, diesen Ausweichangriff, genau. Ja, ich bin mal ein bisschen
spendabler mit meinen Tränken. Ja genau, ich muss halt auf der 5 drauf bringen, ne? Aua. Mach mich nicht aus dem Kampfbildschirm heraus, ne? Haben wir da auch schon mal, ne? Gott. Der macht aber auch Schaden, ne? Jetzt muss ich erwarten. Nein, wie mache ich das nochmal? So nicht. So. Ich weiß nicht, was ich jetzt anders gemacht habe, aber okay. Ich habe was abgezogen. Mann. Dann ist ja gar nicht so schwer, ne? Jetzt habe ich mal gefangen, endlich. Komm her, du Stück, 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 komm her, du Stück. War ja dieser Angriff. Und leg den hier rein. Wenn du noch geschwächt bist, ne? Ja. So. Oh Gott. Ja, ich muss da auf Abstand gehen, ist eine gute Idee. Ha! Meine Fresse. Ha! Hör auf, mich zu klatschen. Das ist schon fast voll. Genau gedrückt halten muss ich. Zack. Boah. Das sagt mir übrigens gar nichts hier. Ist nur bei normalen Gegnern, ne? Da spare ich mir meinen Dings hier auf. So. Boah, mein Supertrank rein. Ich weiß ja, wo man die farmen kann. Glaube ich. Warum habe ich das eingesetzt? Wilde Ladung. Ha! Ha! Nein, nicht heraushauen. Okay, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Ah, super. Ja, noch einmal. Ah, ich wusste gar nicht, dass damit. Ich habe mit Kreis ausgewichen. Ja, man auch einen Ausweicheffekten verschiedenen. Gott, ich halte mich mal lieber. Mach mal her, du Stück. Du willst. Schön. Jetzt dann den Zug. Boah, ist das für eine Explosion. Ja, auch das hat schon Schaden gemacht, finde ich. Joshua. Mit dem Sprung angriff. Ah, Schaden. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Jawohl, Joshua. Mit dem Feuerball ins Gesicht. Als letzter Angriff, sehr cool. Oh, ich hab's immer nur drauf, ne? So ein Kerl Schnurr. Hoffen wir, er war der einzige seiner Art. Oh. Immer einen coolen Spruch auf den Lippen, Clive. Immer. Ja, genau.
Ja, genau, Torgal. Okay. Gut, na gut, dann gehen wir mal weiter, ne? Ich weiß gar nicht, ob noch andere Kopfgeldjagden, da kann man nur hier nachgucken, ne? Dann steht da immer so, ne? Wenn man, glaube ich, hier Viereck drückt, ne? Jagdziele in dieser Region, keine Jagdziele. Kein Jagdziel verfügbar, das heißt, da sind noch irgendwo welche wahrscheinlich, ne? Aber normalerweise steht dann hier irgendwo abgeschlossen. Jagdziel in der Region. Ja, das ist wahrscheinlich hier der eine Drache, ne? Den wir noch nicht besiegen konnten. Wir machen erstmal in der Story ein bisschen weiter, ne? Wenn ihr nichts dagegen habt. Ich stelle mir das ein bisschen chilliger vor, als was auch immer ich hier sonst mache. Oh, die waren gar nicht aktiviert. Die Lümmel. Ah. Lass mich mal da oben. Oder war da war, wo die Quest war, ne? Ja. Gucken wir uns mal erstmal hier oben, ne? Was das Schlimmste, was passieren könnte. Noch ein Boss. Bestimmt, ne? Ich habe gehört, Final Fantasy 16 hat keine Awards gewonnen, außer den beste Musik Awards irgendwie. Ich meine, das ist ein bisschen selbstverständlich. Wo ist das denn hier? Konservatorium. Ist auch seltsam, dass es hier so still ist. Ich finde, hier ist alles seltsam. Du bist seltsam. Also ja, überrascht mich nicht. Also Musik in Final Fantasy spielen wir schon immer. Ich meine, das ist die gleiche Serie, die uns hier so One Winged Angel gegeben hat. Hier das Meisterstück von Nobuo Uematsu. Sephiroths Kampfthema. So, hey, ja, Fimbo, hey. Hier kennt ja jeder, ne? Und selbst als Nobuo Uematsu aufgehört hat, für Final Fantasy zu arbeiten, keine Ahnung, war schon immer irgendwie gute Musik. Selbst Final Fantasy 13, das Spiel, das ich am wenigsten mag, hatte gute Musik. Ich hasse alles andere an Final Fantasy 13, aber die Musik ist das Einzige, was noch gut ist in dem Spiel. Es gibt kein Final Fantasy mit schlechter Musik. Selbst Final Fantasy 13 2, das irgendwie so sehr merkwürdige Musik hatte, so viele Rap-Musik und also was, und Hip-Hop und was weiß ich nicht alles. Selbst das Spiel hat so ein bisschen, hat noch richtig coole Tracks gehabt. Das Chocobo-Thema in diesem Spiel fand ich zum Beispiel sehr gut. Das ist dieses eine Lied, das jeder andere Final Fantasy-Fan hasst, aber ich bin der Einzige, der das irgendwie mag. Ist immer noch besser als das normale Chocobo-Thema von Final Fantasy 13. Das sich nicht mal annähernd irgendwie so anhört. Weil war irgendwie so ein Heavy Metal Remix hier in Final Fantasy 13 2, da fand ich voll klasse. Ich dachte jetzt, da stand ein arkanischer Ohrfeiger. Nein, der feigt meine Ohren gleich. Ja, aber Heiltränke, deswegen bin ich hier hingekommen, so in der Hoffnung, dass ich ein paar Heiltränke finde. Da ist dieser Ort hier. Ist voll abseits von da, wo wir hin müssen. Oh, guck mal hier. Kann ich, ne, kann ich ihn kämpfen, Truhen öffnen. Ich verbrenne dich. Ich habe mich nicht ganz verbrannt. Final Fantasy 13 hatten sie auch irgendwie hier. Boah, wie hieß sie nochmal? So eine sehr bekannte Sängerin. Hier irgendwie von Sunlit Waterscape hier irgendwie Thema gesungen. Ah, wer war nochmal? Sehr bekannter Sänger. Weibliche Sängerin. Oh, ich weiß nicht. Celine Dion? Nee, das ist von Titanic. Muss ich mal kurz nachgucken, wenn wir hier rumlaufen. Sunlight Waterscape. Sunlight Waterscape Singer. Na, kann nicht sein. Das ist wahrscheinlich der
Ja, das ist japanisch, das ist ja Masashi Hamamaus. So. Das ist vom Final Fantasy 13. Kann doch nicht sein. Die englische Version. Leona Lewis, da, genau. Über die englische Version. Ja, ich nehme an, jemand die japanische Version hat, einen japanischen Sänger. Der männlich ist? Das ist irgendwie komisch. Hört sich ein Blatt an. Hm. Ja, Stück. Was war dieser Angriff? Konnte man den schon in meine Luft einsetzen? Den aufgeladenen Angriff? Das wusste ich nicht. Ich kann schwören, ich habe das schon mal probiert. Ging irgendwie gar nicht nach mir. Naja, ich habe irgendwie so gedacht, irgendwie Leona Lewis hat auch die japanische Version gesungen. So wie Utada Hikaru. Utada Hikaru, ja, ne? Die Sängerin von den ganzen Kingdom Hearts Liedern, die singt ja die japanischen und die englischen Versionen. Ja, ich gedacht, vielleicht läuft da aus, was, ne? Aber weiß nicht. Wow. Ich habe Stampfe. Also, was? Normalerweise würde ich dir aus dem Weg gehen, aber ich glaube, ich habe hier eine Truhe gesehen, ne? Wow. Lass mich mal nicht so knausrig hier sein, ne? Ich habe ihn gar nicht getroffen. Was nur weil du in der Luft warst, ach guck mal hier, er ist eingefroren. Ich habe ihn einfach gebrochen, glaube ich. Ah, ausbrechen, haha. Wir sind da gerade durch die Gegend geflogen, was du da, Torral? Was? Okay. Ich dachte, er war schon gebrochen. Ach, ich eh mit einem Schlag weg. Santen. Zucken. Nein. No, was zum. Oh, schau. Ich feuere Laser. Hast du gerade noch HP dazu bekommen? Ich kann Schwäche gerade voll mehr abzogen. Aber jetzt rast ich aus. Ja, jetzt reicht's. Ja, schon wieder gebrochen. Mein Gegner tun auch ganz schön weh. Also war jetzt nicht so ein normaler Gegner, würde ich jetzt sagen, aber so ist ja wenigstens der Tor oder so. Hier da oben ist jetzt noch so einer. Ist gar nicht, ne? Doch, hier ist so ein Teil. Und da liegt auch noch was. Nee. Die Dinger sind ja immer so komisch, ne? Da muss ich irgendwie mal nicht. Ich habe ja mal eins von diesen Dingern versucht, aber voll schwierig. Okay. Ja, ich erinnere mich, die Schatz von in diesem Spiel sind ganz schön lahm. Sie können in der Luft springen, genau. Da war jetzt noch alles so passiert. Wir haben Vanaboss erledigt, ne? Nachdem wir mit Jill geschlafen haben, ne? Das ist wortwörtlich, was passiert ist, ne? Weil wir haben dann irgendwie die Macht von Shiva bekommen und anscheinend war das schon genug, um mit Vanaboss den Boden aufzuwischen, ne? Genau, da habe ich mich ja beschwert drüber. Ich sag mal, eine Esper, wir haben ja von denen irgendwie voll aufs Fressbrett gekriegt, ne, vorher, ne, aber dann haben wir eine Esper dazu bekommen und dann waren wir vorher viel stärker, ne.
Hatte ich so ein Gefühl. Da habe ich ja so ein bisschen gestört, genau. Dann. Der hat aber vorher diese Barriere erstellt in dieser einen Stadt. Da sind wir schon hinter, ne? Haben wir schon alles hinter uns, ne? Ihn haben wir erledigt, jedenfalls. Jill ist zu Hause, nehme ich an, ne? Auf geht's. Und wir sind jetzt auf dem Weg nach Ultima, ne? Um Ultima zu plätten, ne? Da oben ist irgendwas. So ein Boss, ein Kopfgeld. Sollte ich vielleicht mal nachgucken, ne? Nö. Raus aus meinem Sumpf. Wenn jetzt zur Hauptstory, ja. Blablabla. Begebe ich zum Mutterkristall, ja? Und mich verwirrt jetzt irgendwie, dass hier das Hauptding ist. Aber es geht ja ganz eindeutig nach da, ne? Von daher verwirrt mich da gerade ein bisschen. Boah, lass mich da. Boah, lass mich da mal. So. Da war auch irgendwie diese eine Armee, ne? Dieser eine Typ hier, der mit dem einen Auge, Gav. Der hat ja alle. Der hat irgendwie versucht, diese Armee abzulenken oder irgendwie sowas, ne? Wir haben so eine Armee vor so einer Festung gesehen. Der hat die, glaube ich, versucht abzulenken. Ich weiß es nicht. Jetzt sind wir ja mit Joshua. Ja, ich nehme an, wir sind gleich da, ne? Sag mal einer, was noch hier passiert ist in der Story. Die Ruhe vor dem Sturm. Es führt nur ein Weg in die Stadt. Über eine Brücke. Durchs einzige Tor. Dahinter wartet, was auch immer von den Valutern übrig ist. Bist du darauf gefasst? Ich wage zu behaupten, ja. Oh Gott, das sieht sehr einladend aus. Ich raten. Ja, das ist jetzt so eine dungeon-mäßige Ding ist das genau. Okay. Dann nehme ich mal kurz diese kleine Ruhepause und gehe zurück zum Versteck. Weil dann heile ich mich, ne? Und weiß nicht, dann kann ich mich mal hier so, ups, oder? Dann kann ich hier mal so. Bei Kopfgeldern nachschauen, gibt es irgendwelche Quests noch? Nee, ne? Gut. Dann guck ich mal bei Kopfgeldern. Irgendwas übrig ist. Boah. Okay. Der Zerstörer der Welten. Den machen wir noch nicht. Wir haben ja nichts übrig. Kann ich immer noch nicht dadurch. Ich weiß, da war irgendwie was abgesperrt, ne? Was mich davon abhält, hier diese Quest zu machen, ne? So, hier ist, glaube ich, Swarok, ne? Ah, ich will die Karte davon sehen. Was ist das denn? Was ist das hier für ein Zeichen? So, da ist Swarok, ne? Das geht der Swarok. So, wo ist kein Jagdziel verfügbar? Ich kann ja so ein bisschen so herausfinden, wie viel vom Spiel noch übrig ist, indem ich mich ja nach den Jagdzielen orientiere, ne? Oder Aufträge. Bei einigen da keine Aufträge verfügbar, ne? Das heißt, ja, hier ist das, genau. So, warum sind die Shops hier alle am Leuchten? Lass mich mal kurz gucken. Ah, boah, irgendwie, ich weiß nicht, was mit meiner Schulter gerade los ist, aber boah. Mich habe ich irgendwie verrenkt oder so. Ne, jetzt tut mir das Schulterblatt hinten voll weh.
Bestimmt nur ein Zeichen von Erzinfarkt. So, warum bist du am Leuchten gewesen? Dämonenarm schienen. Hat hier. Für Geld habe ich noch mal da eine Menge. Kann ich auch mal kaufen, ne? Notenrolle. Darks befördern. Ich glaube, da habe ich sogar freigeschaltet, ne? Als ich mich heute. Tausend Dank. Ich glaube, das war sogar irgendwie, weil nicht. Was mir nur so gefehlt hat, ne? Okay, Steinautfessel. Satellit, was es war. Ich meine, die Dinger alle nach und nach, ne? Irgendwann mal zu kaufen, ist vielleicht auch nicht schlecht, ne? Bitte sehr. Damit ich sie halt hab, ne? Besten Dank. Soll ich denn sonst mit meinem Geld anfangen, ne? So. Pass auf dich auf. Okay. Wo war noch mal der Ort, wo ich mir die Tränke mal geholt habe? Wenn ich das nur wüsste, ne? Hier? Ich glaube hier, ne? Dämmerwald. Ich glaube mit Dämmerwald, dass es da war. Ich werde jetzt natürlich nicht alle Tränke hier farmen, ne? Ja, hier war das. Ich bin ja mal reingegangen. Ich bin ja mal zwischen meinem Versteck und hier hin und her geswitcht. Was ich auch machen könnte, ist, ich könnte mir eigentlich hier Orte notieren, wo es Heiltränke gibt, ne? Und dann könnte ich mich eigentlich mal da hin und her porten, ne? Was soll's. So. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal da rein, ne? Svarok will ich jetzt nicht noch mal herausfordern, deswegen gehen wir nach Drachengard. Wie ein böses Omen hängt der Himmel über den letzten Mutterkristallen, oder? Nur die Steine der Brücke trennt ihn von den Schreinen in der Hauptstadt. Ich nehme jetzt mal nicht an, das ist jetzt hier der finale Boss oder so, nicht? Also. Ich meine, das ist irgendwie noch so eine Vor-Dungeon von dem Boss oder irgendwie so. Erstmal nur so die Stadt oder irgendwie sowas. Ja. Wir sind tot. Zurück sind wir jetzt nicht wahr, Joshua? Nur ein kleiner Witz, um die Störung hier aufzuhalten. Was hat sich denn hier abgespielt? Naja, der König ist außer Haus, ne? Und Ultima ist jetzt hier. Dann haben die halt Party gemacht. Ich hoffe, du hast recht. Das hoffe ich auch. Okay. Ja, ich habe die ganzen Klamotten hier, die ich mal hier durch ein Update bekommen habe. Stadt des Wahnsinns. Stadt, die Verrückte macht. Was ist denn für eine Tür? Okay, geht die so nach oben auf, dann oder was? Ja, und wünsche mir Glück, dass ich das hier schaffe, ne? Nach meiner Pause von 1-2 Monaten. Wer? Also eine 38. Weiß nicht, warum die so unterlevelt sind. Das liegt wahrscheinlich daran, weil ich die ganze Zeit hier mein Erfahrungsboost-Ding ausgerüstet habe, ne? Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich die ganze Zeit überlevelt bin, ne? Oder die Gegner sind unterlevelt. Was war ich eigentlich? Genau, ich hatte ja meinen Trick immer. Stimmt, ja, ich hatte ja mal so meinen kleinen Zaubertrick, ne? Ich habe jetzt auf die drauf gefeuert, da bin ich auf die durch zugedüst, ne? Hat bei normalen Kämpfen immer funktioniert. Ey, Alter, was ist hier passiert? Ah.
Ja, ich nehme an, dieses Kapitel ist jetzt hier nur so, damit wir uns hier durch die Stadt kloppen, ne? Und dann kommt noch mal ein separates Dungeon, wo wir da irgendwie da reingehen, ne? Ich bin so breit. Joshua, warum bin ich so breit? Guck mal, ihr weiter noch entfernt. Ich komme gar nicht näher ran. So, Gefühl. Oh, das sieht aus wie eine Boss-Plattform. Da kommt gleich irgendjemand, der uns wehtun wird. Ein Behemoth. Das ist ein Behemoth. Ja, sag ich doch. Haben wir schon eins gesehen in diesem Spiel? Sieht wortwörtlich aus wie das Behemoth in Monster Hunter World. Da gab es ja ein Crossover zwischen Final Fantasy 14 und Monster Hunter World. Da konntest du auch einen Behemoth bekämpfen. Das sieht genauso aus wie der. Und ja, Meteorin. Definitiv ein Behemoth. Normalerweise machen die halt doch immer, wenn die sterben. Gut, Joshua, wann hast du den denn gelernt? Kannst du mir ihn beibringen? Behemoth ist übrigens das einzige Monster, das ich Monster Hunter World nie besiegen konnte. Weil ich immer zu langsam war und man hatte immer nur 30 Minuten und voll kacke war. Tun wir den die Hörner stützen. Worauf warten wir dann noch? Ich voll mit so einer edlen Klinge und Joshua mit so einer billig Eisenklinge. Was hat der Genshin Impact? Und der Hauptcharakter immer so ein normales Eisenschwert hat in den Cutscenes. Wo ich hier voll die persönliche Waffe für ihn habe und so. Oh mein Gott. Ja, ein Behemoth ist auch sehr bekanntes Monster in Final Fantasy. Oh Gott. Ja, bitte einmal heilen, wenn es geht. Warum machen die Gegner denn alle so viel Schaden auf einmal? Boah, ich kann irgendwie nicht ausweichen, Leute. Oh, ist umgefallen. Nee, ist er nicht. Die Behemoths verlieren immer irgendwie mehr an Farbe, je weiter man in der Serie vorangeht. Ne, die sind normalerweise immer lila. Aber ich stecke ja fest. Normalerweise sind die so lila immer. Und die werden immer schwärzer irgendwie. Ich verliere immer mehr Farbe. Aua. Alter, ich kann nicht auf das. Ich kann mich nicht auf das Ding konzentrieren und komm mal, ich kann ja nicht hier raus. Ja, ich bin eigentlich mit meinen Trinken hier voll aufpassen. Oh Gott, ich bin so schlecht gerade, ne? Ich muss schon sagen, der Tunnel. Wie, du hast keine Leiste hier. Eine Ausdauerleiste. Ja. Haben die alle irgendwie so zeitverzögerte Angriffe oder was? Muss ich einfach in den Metroiden absorbieren? Weil nicht. Gut gemacht, Torge. Na, komm her, ein Stück. Aber. Nein, mein Ding ist abgelaufen. Nein. Ah. Aber bitte da einwechseln. Okay, da hat Schaden gemacht, finde ich. Ja.
Ja, gehen wir mal meine Dinger wieder. Gott. Oh Gott. Oh oh. Ekliptik Meteor. Geh hinter mich. Ich werde ihn aufhalten. Okay. Ich bin bereit, wenn du es bist, Joshua. Ah, wir sind alle geliefert, anscheinend. Dann halte ich ihn auf. Dann ebenso. Bleib nicht. Vertrau mir. Ich werde das schon schaffen. Ich bin dein Schild. Jetzt schmeißt er auch das Ding zurück. Ja, ich dachte, das hast du eigentlich vor. Aber du hast doch noch mich, Bruder. Wenn wir kämpfen, dann kämpfen wir zusammen. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Ey, what? Der hat ja die ganze Zeit nur da gewartet. Joshua, der gehört ja eigentlich mir. Er wäre irgendwie gut gewesen, weil Ifrit tut normalerweise mal Meteoriten auf Gegner schleudern in den Beschwörungen. In anderen Final Fantasies. Hätte also gepasst, wenn Ifrit das erledigt hätte, ne? Sag's nur mal so, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geh weg damit. Geh weg damit. Der hätte charaktertypisch eigentlich gepasst, wenn Ifrit den erledigt hätte. Er tut ja immer so einen riesigen Meteoriten auf die Gegner schleudern. Die hat immer so zeitverzögernde Angriffe. Oh Gott, ich muss ja weg. Oh, drei. Einmal locker, ja, Kollege. Ich habe ja gar nicht ausgesetzt. Pack das Schwert aus. Das ist schon wieder da ausgegangen. Aber. Das sieht der Klinge immer automatisch, wenn ich wechsle. Nee, ne? Ich hatte ihn seine Faust geblockt, indem ich die angegriffen habe. Oh Mann. Nein, ich will weg hier. Aber ich dachte, ich kann keine Magie einsetzen, wenn ich das Ding einsetze. Ah. So, verdammt bitte. Boah, wenn die Quest hier noch. Ja, ich hab den Meteoriten gefangen. Ich hoffe, diese Dungeon ist ja nicht noch länger. Weil sonst gehen mir die Tränke aus, habe ich so ein Gefühl. Gott, da wird neben dem reichen. Warum setze ich meine Ultimates hier an? Immer noch viel mehr Schaden. Gott, na oh, nein, nicht gut. Hätte viel mehr Schaden machen können hier. Meteor, nein, danke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zah.
Oh mein Gott. Das ist gut. Diesmal möchte ich gerne damit treffen, danke. Nein, bleib gefecht da drin. Die Reue reif. Entschuldige, was? Wird ausgerüstet? Nee. Raureif. Ach so, so heißt der Angriff. Stimmt, ich dachte, so ein Ausrüstungsgegenstand heißt so. Ich bin schon wieder damit getroffen, ey. Mehr Stück. Nein, du. Aber ist er direkt auf mich zugekommen. Ich bin verletzt. Komm zu mir. Komm zu mir. Komm schon. Was auch immer du gemacht hast gerade. Ich kann den seine Angriffe nicht ausweichen. Ich kann es einfach nicht. Jetzt gar nichts. Nein, setz doch hin. Ich bin noch am Drücken, Mann. Na komm. 26.000 Schaden, oh, aber jetzt hier mit. Komm, komm. Und dann noch 20 zucken und dann ist er weg, ne? Komm her, ein Stück. Boom. Nein, komm. Müssen wir auf den Arm nehmen? Daneben so. Zack. Zack. Oh nein, ich muss den Angriff überleben. Nein. Wie ein Oldschool Final Fantasy. Nein, danke. Okay, ich habe keinen Schaden genommen davon. Ja, das ist so ein kleiner Trend in Final Fantasies. Wenn B-Mod sterben, dann setzen die Meteor ein. Ich nehme an, da war irgendwie so eine Anspielung daran gerade, ne? Aber irgendwie hat er nichts an Schaden gemacht. Der dicke Meteorit, der auf uns gelandet ist. Schnell, bevor die Brücke wegbricht. Alles klar, ich kriege ein paar Tränke. Oh, 10 Punkte. Wie bei den anderen liegt der Eingang zum Heiligtum sicher am Fuß des Kristalls. Ja. Wir sind fast da. Ja. Oh, wir sind keine Tränke. Oh, zwei von beiden. Sonst komme ich ja immer eigentlich damit aus, aber heute habe ich ein bisschen mehr als sonst verbraucht, ne? Deswegen ein bisschen gefährlicher als sonst. Ja, schon Gegner. Ein Trank und ein super Trank. Hätte ruhig ein paar mehr spendieren können. Na gut. Machen wir die Gegner noch platt, kommen. So, warte. Mal den hier. Ja, damit komme ich ja auch ein. Mal noch ein paar Gegner hier platt, ne? Wenn ich auflebe, kriege ich ja auch wieder voll AP, ne? Aber ich glaube, da wird noch ein bisschen dauern. Stirb. Oh Mann. Auf Nummer sicher, ja, das sind eine Menge Gegner. Ich gehe definitiv auf Nummer sicher für euch alle ein. Okay, keinen Schaden bekommen von diesen. Ach, hier gibt es gar keine Karte. Nein, kein Schaden genommen von diesem Kampf. Sehr gut. Na, guck mal, das Sleipnir, ja. Odins Gaul. Ja, komm, wir wollen nicht durch. Ja, ich muss halt gucken.
Oh, ein super Trank, sehr gut. Wo? Hier unten? Ja. Ah, danke. Ah, bitte noch mehr. Wir sind auch schon wieder Gegner. Egal, machen wir die auch platt. Wille des Eisens. Oder Eises? Eisens, ne. Eisens. So, ich mach mal den hier, um mich hochzuheilen, ne? Boah, Gott. Ich glaube, Joshua setzt diese Angriffe nur ein, wenn ich mich auch verwandle, ne? Na komm. Hat mich so um 500 Punkte geheilt. Das heißt gar nichts. Ah! Was war das? Du blöder Piepmax, komm her. Ah. Oh, so viel Geld. Oh. Ja, macht Spaß, das Spiel wieder zu spielen. Auch wenn ich jetzt hier voll aufs Maul bekomme, weil ich so lange nicht mehr gespielt habe. Und aus der Übung bin und so, ne? Hm? Also jetzt keiner denken, dass ich Final Fantasy 16 nicht weitergespielt habe, weil mir das Spiel nicht Bock gemacht hat oder so, ne? Das Spiel hat mir definitiv noch Bock gemacht, ne? Das, so ist das jetzt nicht. Ich musste nur ein bisschen Ordnung hier reinbringen, ne? Und Star Wars Jedi Survivor, muss ich gestehen, hat mir ein bisschen mehr Bock gemacht zu dem Zeitpunkt. Deswegen habe ich halt ein bisschen weiter gespielt, ne? Aber... Boah. Das nicht heißt, das Spiel mir ja keinen Bock gemacht hat, ne? Das ist definitiv nicht der Fall. Ich habe halt diese Angewohnheit, dass jedes Mal, wenn ich irgendwie sehr weit im Spiel vorankomme, dass mir generell ein bisschen weniger immer Spaß macht, ne? Weniger, ne? Nicht überhaupt nicht. Ich war am Anfang das immer halt so. Und bei Star Wars war ich halt noch relativ am Anfang, ne? Oh mein Gott, sind ja viele Gegner sich gerade. Ich mag es halt immer irgendwie Fortschritt zu machen, ne? Und je länger du an ein Spiel setzt, ne? Und je weiter du schon bist, desto schwieriger wird es halt hier irgendwie Erfolgsgefühle zu bekommen und so, ne? Deswegen machen wir Spiel am Anfang so und in der Mitte ein bisschen mehr Bock. Weil da hast du noch so das Gefühl, du machst irgendwie Fortschritt und so, ne? Ja, ich muss ein Ding einsetzen. Also sobald du irgendwie weiter im Spiel drin bist, ne? Dann macht immer ein bisschen Spaß. Weil ja nicht mehr so schnell hochlevelst und nicht mehr so schnell stark wirst, ne? Dann habe ich jedes Mal, wenn ich Fire Emblem spiele, ne? Wenn ich ein Fire Emblem Spiel spiele, der Anfang macht mir sowas von Bock, ne? Weil da hast du noch... Aber da sind all deine Charaktere noch unterlevelt, ne? Du hast noch so viel Freiraum und so in Sachen Level und wie du deine Charaktere verbessern kannst und wie die stärker werden und was weiß ich nicht alles, ne? Aber dann, sobald du irgendwie so am Ende eines Spiels bist, ne? Und es dauert irgendwie länger, bis Charaktere leveln oder bis du wieder so ein Stärkesprung machst oder so. Irgendwie ab da nimmt so immer die Motivation so ein bisschen ab, das Spiel weiter zu spielen, so ein ganz kleines bisschen, weil du weniger Erfolgsgefühl hast, ne? Weil am Anfang da tust du irgendwie weiter nicht voll schnell leveln, ne? Kriegst voll viele Sachen, voll viele neue Sachen zum Erleben, ne? Auch wenn es ein Spiel ist, das du schon gespielt hast, ne? Aber da sind die Sprünge halt nur so bedeutender, ne? Also bald irgendwann, aber irgendwann bist du halt so weit, ne, dass die Sprünge immer seltener werden, ne, und länger anhalten, bis du irgendwie einen Sprung bekommst und ja, da tut mich ein bisschen demotivieren. Das war so irgendwie der Fall bei dem Spiel für eine Weile. So, aber das heißt natürlich nicht, dass ich keinen Spaß an dem Spiel habe, ne. Ich will definitiv noch wissen, wie das hier ausgeht, ne. Ich will das Spiel definitiv spielen. Im Moment jetzt nicht mehr, weil jetzt der Part zu Ende, ne. Könnte ich hier nochmal speichern? In diesen Dingern, ich glaube ja, ne? Ja, okay.
Gut, dann mache ich hier für heute Feierabend, ne? Dazu sollte ein Part für Samstag sein, ne? Das heißt, dieser Part wird am 23. Dezember hochgeladen. Das heißt, vor Weihnachten an alle Leute hier, ne? Und ja. Und beim nächsten Part kommt ein bisschen Weihnachtsstimmung auf, weil diesen Part werde ich definitiv am Weihnachten hochladen, ne? Und ja. Ich hoffe, ihr freut euch drauf, ne? Ich werde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, ne? Von Final Fantasy 16. Dankeschön fürs Zuschauen und Tschüssikowski.